Hallo und willkommen zu einem kleinen Bastel-Tutorial. Heute basteln wir eine Minecraft-Kiste. Jo! Wollen wir mal anfangen, indem wir Gimp starten? Ich habe die Vorlage selbst erstellt. Haben mir dafür das ja, Standard-Texture-Pack ausgewählt, um mir dort die Kisten rauszukopieren. Erstmal erstellen wir ein neues Blatt. Ja, die Größe ist jetzt laut des. Habe ich mir so ausgerechnet. Mache ich 200 mal 200. Und den Hintergrund möchten wir natürlich transparent. So, hier kommt dann unsere Kiste rein. Oder unsere Vorlage für die Kiste. So. Dann schiebe ich mir erstmal meine Werkzeugkästen. Ha ja, zwei Monitore wären halt vom Vorteil, aber es wäre zu einfach. Gut. Jetzt wollen wir die Kiste ausschneiden. Ups, falsches Werkzeug. So, damit. Jo, ich wähle mir das einfach aus. Ist ja sehr leicht durch die Pixel. Dann tue ich es kopieren. Das geht natürlich auch mit String C und String V. Das werde ich dann später hin machen. Also kopieren in unsere leere Vorlage. Dort wird es als neue Ebene eingefügt. So, erstes. Das machen wir jetzt mit den anderen Ansichten auch. So, jetzt haben wir alle zusammen. Vorne, oben, unten, hinten. Jetzt werde ich dir erstmal allen einen Namen geben. Seitenansicht, Vorderansicht, oben. So. Wir kopieren die erste Ansicht, machen wie ein Würfel halt so aufgebaut ist, viermal die Seitenansicht nebeneinander. Oben kommt die, ja, obere Seite drauf. So, meine Kiste soll aber was Besonderes werden. Ich möchte, dass man sie öffnen und schließen kann. Deswegen schneide ich mir jetzt hier oben diese Lasche oder Zunge oder Deckel oder wie man es nennen will aus. Drehen die und setzen die da oben mit dran. So. Wie nenne ich es denn? Ach so. So. Jetzt mache ich. Ja, ich weiß gar nicht, wie ich das alles nennen soll. Das wären jetzt so diese Ränder von der oberen Seite. Die Vorlage lade ich euch natürlich mit hoch, wenn ich es irgendwie gebacken kriege. Die müsst ihr euch nicht nochmal zusammenbauen. So, kopieren, spiegeln und einfügen. So, ich bin da immer sehr kreativ und mache das so nach Bauchgefühl. Deswegen, ich kann euch gar nicht sagen, macht jetzt das. Ich bin selber kein Profi in diesem Programm. Bei mir wird viel kopiert und eingefügt mit neuer Ebene. So, setzen wir das mal da dran. So. Jetzt haben wir eigentlich so das Grundgerüst schon fertig. Jetzt brauchen wir noch diese komische Zunge, die dann diesen Kasten zusammenhält, dass er nicht so leicht aufgeht. Die haben wir jetzt hier. Das ist eine Extra-Zunge, die ist dann auch wichtiger. Da darf man dann nichts mitmachen. So, und jetzt kommen diese komischen Ecken, wie man es nennen will, für die Steckverbinder. Diese Seite und diese Seite werden eigentlich nicht gebraucht. Habe ich in der neuen Vorlage auch überarbeitet. Seht ihr auch dann anschließend im Video, dass wir die eigentlich nicht brauchen. Ja, ich habe eben so gemacht, dass man das dann nur zusammenstecken muss, größtenteils, und nicht kleben. So, die Seite ist auch falsch. Naja, ich habe euch ja die Vorlage hochgeladen. Dort ist dann eigentlich alles soweit richtig. Der Plan ist eigentlich, dass ihr so wenig Kleber wie möglich braucht, habe ich für den Adventskalender auch, naja, eigentlich nicht großartig gebraucht. Außer dann zum Drumrum. Mit Tesa, ja, Drumrum machen halt. So, das sind jetzt die kleinen Laschen, die wir dann reinstecken. Jo, ihr müsst dann eigentlich einfach nur das ausschneiden, ne? Es ist natürlich nicht die beste Vorlage, aber ja, ich habe das halt mal so in einer halben Stunde dahin gemacht. Und vor allem, ich weiß nicht, GIMP ist nicht so mein Programm.
Das ist mir zu ungenau. Vielleicht weiß ich, ist es auch nur ungenau für mich, weil ich nicht genau weiß, wie das geht. Jo, jetzt haben wir hier unsere Vorlage. Die speichern wir jetzt. Und fertig. Jetzt haben wir eine Kiste mit durchsichtigem Hintergrund. Jo, dann fangen wir jetzt mal an mit dem Zusammenbauen. So, ich habe ein Cuttermesser, ein Stück Pappe und die, ja, Datei, die ich jetzt ausgedruckt habe in gewünschter Größe. Ich habe es angepasst auf meinen Adventskalender, den ich letztes Jahr erstellt habe. So, jetzt schneide ich halt mit dem Cuttermesser das aus. Natürlich etwas schneller. Man kann auch, wenn man Lust hat und mehr Zeit und das genauer machen will, ein Lineal nehmen oder so und eben mit Hilfe des Lineals die Sachen ausschneiden. Am geeignetsten ist natürlich so ein Steinmaßstab. Haben wir, weil ich technischer Zeichner bin. Ja, da hat man auch mal einen Steinmaßstab zu Hause. Jo, den habt ihr davor in dem Video gesehen. Damit lässt sich natürlich am besten ausschneiden. Also irgendwas Stabiles. Was? Ja, keine Ahnung, was man noch nehmen könnte. Irgendwas Stabiles halt. So ein Plastilineal ist da immer nicht so geeignet. Irgendwas aus Metall oder Stahl ist da schon nicht schlecht. So. Wie ich das jetzt hier ausschneide, ist ja eigentlich ganz logisch. Immer an den Kanten lang. Alles Weiße muss weg. Hier habe ich es mal probiert mit dem Lineal. Klappt leider nicht so gut. Schön Vorsicht mit den Fingern, wenn ihr ein Cuttermesser nehmt. So. Jetzt habe ich, weil man eine Kiste ist ja von innen nicht weiß und die Rückseite des Papiers ist ja eigentlich weiß. Aus dem Grund habe ich die Rückseite einfach mal mit einem braunen Kasten, ja, bedruckt. Dass man eben dann die Kiste von der Innenseite nicht weiß hat, sondern braun. Sieht für meinen Geschmack besser aus. Habe ich beim Adventskalender nicht gemacht, weil, naja, da ist ja nichts, was man öffnet. Aber, ja, okay, doch, die Türchen halt, aber ja, eine Kiste öffnet man ja öfters. So. Haben wir das jetzt erstmal ausgeschnitten. Jetzt tun wir diese weißen Schlitze eigentlich nicht ganz ausschneiden, sondern einfach nur so einen Strich da machen. Genau, einfach nur so einritzen. Diese Lasche bitte nicht, die brauchen wir für was anderes. So, alle weißen einritzen. Hört sich gut an. So. Ritzt nicht zu weit zum Rand ein, sonst ja, ist die Lasche ab und dann habt ihr auch nichts gekonnt, dann müsst ihr doch wieder kleben. Und das letzte. Gut. Haben wir das? Als nächstes müssen wir die ganze Sache falten. Dafür fange ich erstmal mit diesen kleinen Bibbelecken an. Die lassen sich noch am leichtesten falten. Das sind eigentlich bei euch 4 Stück, bei mir nur 3 Stück. Jetzt nehme ich das Cuttermesser, aber geschlossen. Lasst die Klinge innen drinne. Ihr braucht das nicht, sonst macht ihr es euch kaputt. Nehmt am besten ein Lineal. Das muss auch kein Plastilineal sein. Und zieht die Kanten, die ihr später knicken wollt, einfach mit dem Cuttermesser nach. Dann lassen sich die Kanten besser falten. Ich habe auch Pappe genommen, also auf dünnem Papier ist mir das zu instabil, eindeutig. Also alle Kanten, die gefaltet werden müssen, werden mit dem Cuttermesser nachgezogen. Ich werde jetzt auch gleich euch anzeichnen, welche wir alles, ja, anritzen, sag ich mal. So. Genau. Müsst ihr natürlich nicht machen. Sieht dann auch nicht so schön aus von innen. Aber zu anschaulichen Zwecken ist das vielleicht von Vorteil.
Diese ganzen müssen mit den geschlossenen Cuttermessern nachgezogen werden. Ihr könnt sie natürlich auch so falten, diese Kanten. Aber ja, es ist halt nicht so einfach. Natürlich habe ich jetzt die Laschen nicht angezeichnet. Also alles dort, wo ihr vorhin die weißen Ritze gemacht habt, da habe ich nichts angezeichnet. Die müssen aber auch gefaltet werden. So, jetzt sieht man es nochmal besser. Geschlossene Cuttermesser und einfach darüber mal ein bisschen mit mehr Druck. Dann lässt sich das um einiges besser falten. So, und jetzt faltet man mal los, ne? Alles schön umknicken. Ja, man sieht größtenteils nur Handy im Video. Nicht viel von der Kiste. Ah, ich muss dazu sagen, bei der Aufnahme hat die Kamera sehr gespiegelt. So. Hier sieht man, dass ich die Laschen umknicke. Genau dort, wo das Weiße ist, das muss auch alles umgeknickt werden. Dann oben der Deckel. Richtig, der muss auch geknickt werden. Hier, das muss auch umgeknickt werden. Ja, das ist etwas eklig, weil es so schmal ist. Und ich vermutlich nicht genug aufgedrückt habe. Warum ich unten links in dem Bildchen Kriesel habe, weiß ich auch nicht so richtig. Oh ja, tut mir leid. So, der Deckel hat jetzt. Ja, es wird gleich schärfer. Einen Moment. So. Hat jetzt diese, sag ich mal, Nasen. Dann vorne die, ja, wo die Dings ist, diese Schnalle. Die müssen auch geknickt werden. Jetzt Achtung! Das muss nicht eingeritzt werden. Das wird jetzt nur gefaltet. Nicht einritzen, nur falten. Also hier mit dem Cuttermesser auch nachziehen, aber nicht einschneiden. So, auch falten. Also, alles schön zusammenfalten. Und dann geht's gleich ans Stecken. Ach so, ja. Natürlich habe ich in meiner ersten Vorlage was falsch gemacht. Diese Dinger müssen eigentlich nicht dran sein. Das heißt, diese Kanten, diese und diese müssen ab. Habe ich in der Vorlage schon verbessert. Also, wer die Vorlage nimmt, ist da auf der sicheren Seite. Die Seiten sind weg. So, jetzt würde ich das gerne zusammenbasteln wollen. Aber da stelle ich fest, mistig, da ist noch ein Fehler. An dieser Seite müsste eigentlich eine schmale Lasche sein. Deswegen habe ich aber auch schon verbessert. So, jetzt fangen wir mal an mit Stecken. Also, die kleine Lasche, hallo, wackel doch mal nicht so hin und her. Die kleine Lasche kommt in die große Lasche, wie bei einer Kelloggs-Packung oder so. Zack, hält. Perfekt. Nächste Seiten. Hier auch. Das da rein. Ist ein bisschen gefummelt. Ihr könnt die Kiste natürlich auch größer ausdrucken, dann habt ihr nicht so große Probleme. Da rein, perfekt. Und da auch. Und dann, na los, rein. Na, so. Dann ist da natürlich meine X-Seite. Die muss ich jetzt kleben. Ihr könnt die natürlich dann auch zusammenstecken. Also raus mit dem Kleber. X-Seite eingeklebt und dran. Bei euch ist das wunderbar zum Stecken, wenn ihr die Vorlage nutzt. Jetzt kommt der Deckel. Größtes Gefummel ever. Wir machen diese komischen zwei Laschen. Ich hoffe, ich zeige das nochmal ein bisschen besser. Das ist der Deckel. Hier, genau. Diese zwei Laschen werden jetzt eingeleimt. So. Und auf der anderen Seite bitte auch. Ja. Jo, jetzt wird das zusammengepresst irgendwie an den Deckel dran. Genau so.
Und dann muss das Ganze erst trocknen. Ich habe es erst probiert, irgendwie zu hinzukriegen, dass wo der Kleber noch nass war, aber es muss trocknen. Im Notfall müsste halt innen rein ein bisschen Klebestreifen kleben, wenn es wirklich nicht halten sollte. So, da vorne diese Zunge wird jetzt nach außen geknickt, nicht nach innen, nach außen. Genau, so nach außen. Und dann lassen wir das Ganze erstmal gleich trocknen, weil wir feststellen, dass es noch nicht klappt. Festdrücken. So, Kiste getrocknet, ein bisschen stabilisiert mit Klebestreifen. Und jetzt geht sie zu. Ist jetzt nicht die schönste Kiste, weil ich habe mich halt ein bisschen beeilt. Wenn man das gründlicher ausschneidet und so, sieht das natürlich schöner aus. Also, die ist jetzt eigentlich gut verschließbar und wieder öffnebar. Hier, die Idee kam von diesen Bonbons hier, Ricola oder sowas, keine Ahnung, die in dieser kleinen Kiste sind. Die haben auch so einen Verschluss. Und dadurch habe ich gedacht, jo, ist eigentlich ganz praktisch. Ja, das war mein Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, Daumen hoch. Wenn nein, Daumen runter. Sagt mir, warum es euch nicht gefallen hat. Das interessiert mich immer sehr. Und schaut doch beim nächsten Mal wieder vorbei. Macht's gut. Tschüss.